Das sind Gustav und Gerlinde. Sie fallen auf mit ihren ungewöhnlichen Instrumenten. Melodika und Sousaphon. Mit dem Wohnwagen sind sie schon den ganzen Sommer auf Tour. Die beiden haben sich im Musikstudium kennen und lieben gelernt. Jetzt gestalten sie ihr gemeinsames Leben auf ganzen 12 Quadratmetern. Hier ist das Bad. Inklusive Küche und Bad. Mit Spiegel, mit Schrank. Nach dem Studium dachten wir, okay, wir machen Deutschlandreise. Weil den Wohnwagen hatte der Gustav schon. Und dann wollten wir aber irgendwie das auch natürlich finanzieren. Und dann haben wir dieses Duo gegründet, Gustav und Gerlinde. Gerlinde ist ausgebildete Klavierlehrerin und übt täglich im Wohnwagen das klassische Repertoire. Seit Mai on the road. Gustav und Gerlinde genießen die Freiheit, pfeifen auf den Wetterbericht und auf alle Regeln oder Konventionen. Sie spielen, wo es ihnen gefällt. Heute in Bonn, unter Beethovens strengem Blick. Also es ist immer spannend, jede Stadt ist anders und das ist wunderschön, ein echt richtiger Traum. Beethovens Geburtsstadt Bonn gilt als schwieriges Pflaster. Die Zuhörer sind kritisch und obendran müssen Straßenmusiker sich eine amtliche Genehmigung abholen. Am Wochenende geht das nun mal nicht. Gustav und Gerlinde ziehen einfach weiter, wenn sich jemand gestört fühlt. Reichtümer verdienen sie sowieso nicht. Im schicken Straßencafé reicht es gerade mal für 2 Eistee. Aber Straßenmusik ist eine Schule fürs Leben. Einfach machen, nicht fragen. Weil wenn man zu oft fragt und zu gesetzestreu ist oder zu vorsichtig ist, dann kommt man auch zu nichts im Leben. Nicht lang fragen, denkt sich auch diese Frau und singt mit. Freude, schöner Götterfunke. Wir brauchen dieses Lied für den Frieden, sagt Yael, die Sopranistin aus Israel, die sich spontan zu Gustav und Gerlinde gesellt hat.